Adolf-Zine sind ein Maschinengewehr und Datenträger mit gewaltverherrlichten Texten beschlagnahmt worden. Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte Wohnungen in Düsseldorf. Bei einer Großrazzia in der Red Light-Zine sind ein Maschinengewehr und Datenträger mit gewaltverherrlichten Texten Donnert und bläst, als der Mad-Scientist mit seiner Arbeit beginnt. Im weißen Doktor-Kittel betritt er das unterirdische Gefilbe, wo die Nutten schon zittern. Willkommen in meinem Vagina-Laboratorium. Sind betäubt mit Opium, Doktor Estriania stellt sich aufs Podium. Mein Bogleger Diener öffnet den Käfig. Er bringt deine Lady, legt sie auf den OP-Tisch. Was ist ihr defekt? Sie nervt gewaltig, denn sie leidet an rekursiver Darmperistaltik. Das heißt, aus ihrem Mund kommt nur Scheiße. Also wird der Östrophagus wie das Humanus umgeleitet und die Scheiße bleibt gleich. Doch sie kommt hinten raus, wenn auch deine Freunde nervt, helfe ich gern aus. Bei Dr. Schwarz werden Nutten optimiert, geklont, seziert, geschraubt und umoperiert. Die Ziege wird zum Lamm, der Arsch wird zum Mund und das alles hier im Vagina-Laboratorium. Bei Dr. Schwarz werden Nutten optimiert, geklont, seziert, geschraubt und umoperiert. Die Ziege wird zum Lamm, der Arsch wird zum Mund und das alles hier im Vagina-Laboratorium. Mein Diener holt die Nächste aus dem Karzer. Die Nutte hat laut eigener Aussage ne romantische Ader von der Größe einer Aorta. Und mit so einem Dreck ist jeder echte Mann überfordert. Also wird ihre romantische Ader einfach abgeklemmt, so dass diese Nutte nur noch Bondage und Latex kennt. Glückwunsch, sie will kein Blümchen-Sex mehr. Hat sie jetzt will dieses Luder mit Disteln gefistet werden. Okay, fertig, bring mir die Nächste. Laut Krankenbericht handelt es sich ums allerletzte. Eine Zicke, die rumzickt, zick, zickt und meckert. Und deswegen entferne ich als erstes ihre Stimmbänder. Und dann nehme ich chirurgisch die Schädel, fixiere ihn und extrahiere ihre Ziegengene. So ist es gut. Jetzt ist sie lammfromm und wartet nur noch schweigend auf deinen Kampfschrott.